mache ich wirklich mal für mich allein, in Ruhe, ohne Stress. Dreieckkreis ist einfach nicht meins. Das war ein Scheißtraining, Mann. So, jetzt können wir endlich uns auf was Wichtiges konzentrieren. Und zwar die Nebenaufgabe von Mr. Satan himself. Zu geben, um eine Herausforderung zu bewältigen. Gute Arbeit. Bei der letzten Herausforderung, du warst schneller fertig, als ich erwartet hatte. Nun, hier ist deine Belohnung. Was meinst du mit, sie ist etwas zu toll? Haha, das passt schon. Sie gehört dir. Nimm sie, du hast sie dir verdient. Pass auf, ich bin Mr. Satan, der Weltmeister. Wenn ich sage, du sollst sie nehmen, dann nimmst du sie auch. Oh, von dem kriegt man also Geld. Du hast doch nicht gedacht, dass der Test schon fertig ist, oder? Ich habe ja noch nicht mal all deine Fähigkeiten gesehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du das Zeug hast, mein Leibwächter zu werden. Also bekommst du noch eine Herausforderung. Wow, eine 35-Treffer-Kombo. Wieso siehst du mich so komisch an? Natürlich will ich, dass du mein Leibwächter wirst. Du wagst es, an mir zu zweifeln? Hast du etwa vergessen, dass ich der Weltmeister bin? Weißt du nicht, dass Weltmeister niemals lügen? Du solltest dich beruhigen. Ich habe noch ein paar Herausforderungen für dich. Wenn du alle meine Herausforderungen bestehst, erlaube ich dir, mein Leibwächter zu werden. Oh ja, das werden wir auch noch im Laufe des Let's Plays machen. Oh, mein Bauch tut weh? Ah! Nice, Dad. Verpasst war das Problem, denke ich mal, gibt's ja auch mit. Und ich weiß schon, wie wir die Treffer-Kombo machen. Nämlich mit Bartas Super. Er hat eine Kombo drauf. Boah, da trifft man den Gegner auch über 35 Mal. So, auf zur Capsule Corporation. Zu dem Ort, wo Saskia besonders viel erreichen kann. Nein, ach, ich wollte doch da. So, Konkon. Was geht? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der zweitälteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Konkon. Ich forsche nach, warum die Capsule Corporation von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Vegeta hat viel trainiert, um stärker zu werden. Du solltest mit ihm trainieren, wenn du mächtig genug dafür bist. Ich? Nee, alles gut. Außerdem sollte ein Ninja andere seine Tricks nicht vorführen. Offenbar hat Bulma etwas Neues erfunden. Angeblich ist es eine Maschine, die Kostüme in etwas anderes verwandelt. Du solltest sie mal ausprobieren, wenn sie fertig ist. Ich hoffe, die ist fertig. Bei der Capsule Corporation kannst du deine Fähigkeiten gegen Vegeta auf die Probe stellen und nützliche Ausrüstung herstellen, auch bekannt als Kuckuck-Knalle. Wenn du gegen Vegeta antrittst, stehen dir einige Quests zur Auswahl, in denen du dich mit Vegeta duellierst. Es sind mehr Quests verfügbar, wenn so ein Charakter ein Saiyajin ist. Und das heißt, mit unserem Saiyajin haben wir da auf jeden Fall mehr zu tun. Ich denke mal, die anderen Sachen werde ich dann mehr mit den anderen Charakteren dann zeigen. Wie zum Beispiel die Mr. Satan-Herausforderungen, die werden dann alle mehr von Menschen gemacht und so. Kuckuck-Knalle können mit Hilfe der Fähigkeiten Mischmaschinen hergestellt werden. Du kannst verschiedene Ausrüstungsteile zu einem Kuckuck-Knall zusammenbasteln.
Wenn du ein Materialobjekt deiner Ausrüstung hinzufügst, wirst du noch mächtiger. Die Seltenheit von Kostümen und Materialobjekten wirkt sich auch auf die Qualität der erstellten Kuckuckknall aus. Also werde ich nichts von meinen alten Rüstungsteilen verkaufen, sondern ich werde einfach die in die Maschine schmeißen. Selbstgemachte Kuckuckknalle übertreffen ihre gewöhnlichen Gegenstücke um ein Vielfaches, aber wenn du welches ausrüstest, erhältst du keine Attributs, ohne durch andere Ausrüstung Superseelen ausgenommen. Interessant. Ah, hier ist auch schon die Fähigkeit Mischmaschine. Danke für deine Geduld. Die Fähigkeit Mischmaschine wurde repariert. Die Maschine steht jetzt zur Verfügung. Bitte sprich mit mir, bevor du die Maschine benutzt. Du benötigst Kostüme und Zähne. Vor allem Zähne, die darfst du nicht vergessen. Du musst unbedingt an die Zähne denken. Das ist wichtig. Bitte wähle ein Menü. Davon habe ich jetzt 7 Stück. Davon sind auch 5. Kannst die Parameter ändern, indem du weitere Materialien hinzufügst. Möchtest du Objekte mischen? Na gut, das kostet natürlich dann auch Geld. Verstehe ich auch die Besonderheit dieses Kuhknalls. Ein mysteriöses Power-Up-Objekt. Setz es ein, um die Parameter eines Kostüms mit seinem Parameter zu überschreiben. Das ist besonders interessant, weil das Kostüm tue ich ja nur ausrüsten, um halt optisch was herzugeben und nicht wegen den Werten, und der Kuhknall, der kann mir das sozusagen auch noch nützlich rausgeben, könnte man sagen. Also er gibt mir dann Attribut, zum Beispiel mehr Ki, dafür weniger Ausdauer, Grundangriff und Ki Explosionssuperangriff. Ist nicht ganz der Kuhknall, den ich gerne hätte. Oh hey, danke, dass du die Maschine benutzt hast. Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen. So, und irgendwo hier ist Vegeta. Oh, Trunks. Kind. Und Son Goten. So, wo ist Vegeta? Wo ist seine Kapsel eigentlich? Da, wo er immer trainiert. Ah, ich habe Vegeta gewonnen. Oh, das ist ja ein ganzer Trainingsplatz hier. Wer bist du? Was willst du von mir? Rede nicht mit mir, wenn du es nicht um etwas Wichtiges geht. Du störst mich beim Training. Kann ich noch nicht mit ihm trainieren? Kann ich denn in die Gebäude reingehen? Nein. Also ist hier momentan nur die Mischmaschine. Gehen wir wieder zu Quantum City. In das nächste Gebiet. Greetings. Auf zum Urwaldwissen. Da waren wir ja mit dem Namekaner schon mal gewesen. Ganz am Anfang. So, Katja. Was gibt's? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles erzählt. Ich bin der drittälteste der 5 Murasaki-Brüder. Mein Name ist Chacha.
Versuche zu ergründen, warum das Oberältestenhaus auf Namek von einem großen Zeitspalt umhüllt worden ist. Mit den namekianischen Dragon Balls vor Ort werden wir dauernd angegriffen. Das ist sehr anstrengend. Wir haben zu wenig Leute, die helfen können. Kannst du regelmäßig für uns patrouillieren? Vielleicht würde der Oberälteste dich belohnen, weißt du? Ich bin ihm immer noch nicht begegnet. Ich habe übrigens gehört, dass hier jemand auf Gartenbau steht und aus irgendeinem Grund andere Dinge anbaut als Ajiza. Du solltest dich mal vorstellen. Vielleicht bekommst du etwas Brauchbares. Mein Oberältestenhaus kannst du den Frieden sichern, indem du regelmäßig angebotene Quests erfüllst. Du erhältst eine Nachricht, wenn eine Quest verfügbar ist. Wenn du eine Quest links liegen lässt oder dabei scheiterst, hat das Oberältestenhaus drunter zu leiden. Wenn du gewissenhaft bist und die dortige Ruhe bewahren kannst, wirst du für deine Anstrengungen belohnt. Zusätzlich kannst du den Bewohnern in den Feldern Objekte geben und als Dank dafür andere Objekte im Tausch erhalten. Du erhältst mehr Objekte, wenn dein Charakter Namekianer ist. Oh, nee. Wer genau bist du? Du kommst nicht von hier. Nun, du scheinst mir nicht böse zu sein. Ein wahrlich starker Feind hat dieses Land verwüstet. Du solltest gehen, solange du noch kannst. Was? Du willst bleiben? Ist dir klar, dass du einen heftigen Kampf verwickelt werden könntest? Ja. Schütze die Dragon Balls. Du musst wahrscheinlich mit ihm sprechen, oder? Du bist also bereit zu kämpfen, wenn es drauf ankommt. Zähle ich am Kampf auf dich. Sie kommen und auch noch so früh. Naja, Zeit, dass du mir zeigst, was du drauf hast. Zeit zu beginnen. Bist du bereit? Hol dir die Dragon Balls, bevor sie sie in die Finger kriegen. Es liegt an dir. Hier kriegt man noch keine Attacke. Ich denke mal, das wird auch mal... Oh, hier hat man so viel mehr zu tun. Es ist tausendmal besser als der erste Teil. Tausendmal besser. Also man hat wirklich sehr viel zu tun. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Und da soll noch mal einer sagen, es gibt keinen großen Unterschied zum ersten Teil. Kaum Neuerungen. Ja, am Arsch. In dieser Quest geht es darum, die überall versteckten Dragon Balls einzusammeln. Nutze das Drachenradar, um sie zu finden. Drücke R, um die Reichweite des Drachenradars anzupassen. Drachenradars. Dragon Radar heißt es. Ja, wir haben es einfach übersetzt. Warum übersetzen sie da nicht Dragon Ball in Drachenball? Dann haben wir es doch. Hast du einen Dragon Ball gefunden, bring ihn zur Zeitmaschine und drücke Kreis, um ihn hineinzulegen. Das Drachenradar, Dragon Radar, zeigt dir an, wo die Zeitmaschine ist. Du kannst sogar zwei Dragon Balls gleichzeitig tragen, doch dann kannst du dich nur sehr schwer verteidigen. Sammle jetzt alle Dragon Balls und schieße die Quest ab. Greetings, Dennis. I would like to relinquish your Dragon Balls. I'm sorry. I can't complete my mission alone. Lend me your aid. You lack the wisdom. So Dora. Neuer Charakter. Die habe ich noch nicht mal vermisst eigentlich im ersten Teil. Bin aber trotzdem froh, dass die drin sind. An die habe ich eigentlich gar nicht mehr gedacht. So, Dora sind schon weg. Ich finde auch schade, dass die Freezer-Formen noch nicht alle da sind. Aber ich kann verstehen, wenn sie schnell ein Xenoverse 2 raushauen wollten und dadurch dann halt sowas... Ich finde es unwichtig, dass halt mittlere Formen, die nur kurz zum Einsatz kamen, Thank you.
Komm, Zabron tut ja noch. Grand Elder Ghoul is the rightful ruler of Namek. I won't let them take it. Jetzt haben wir erstmal die Störenfriede beseitigt. Okay. Ein Dragon Ball fehlt noch, den will ich aber auch noch haben, bevor ich hier verschwende. Ah ja, da ist der zweite. Na, solange ich nur die Gegner verprügeln muss und die mich dann hinterher Dragon Ball sammeln und hinterher ja so Finisher geschafft. Hier gibt's keinen Ultimate Finisher. Kann man Great job! Wissen. Don't forget your training. Nicht so wie am Schnöcher. Du kannst jetzt Fortschrittstest bei den Soldaten. Was? Wir können ihre Zerstörungswut Einhalt gebieten. Dank dir. Mach weiter so. Bin Nail, Beschützer des Oberältesten. Der Oberälteste ist mit dem Alter schwach geworden. Er ist eigentlich schon tot, aber okay. Die Erde ist weit weg von hier. Ich danke dir, dass du hergekommen bist, um diesen Planeten zu beschützen. Ich werde dich eine Weile beobachten. Das ist nichts Persönliches. Ich denke mal, da werden später Quests kommen, wenn man halt im Spiel auch weiter ist. So. Aber ich finde gut, dass wenn der Server also unterbrochen ist oder so, dass halt dann, dass ich halt dann im Offline-Modus bin. So. Bin mir nicht sicher, ob dieser Boden gut genug ist, um irgendwas anzubauen. Oh, hallo. Ich versuche hier Gemüse anzubauen. Ich heiße Mekuchi. Ich weiß, ich bin Namekianer, aber ich bevorzuge den Anbau von Gemüse statt Ajissa. Klingt das komisch? Vermutlich schon, aber ich habe einfach Freude daran. Es macht besonders viel Spaß, es an andere Völkern auszuliefern. Wenn du magst, kannst du mir da bei all dem hier ja vielleicht zur Hand gehen. Sieh das an. Alles wächst besser denn je. Da es in letzter Zeit so friedlich war, hilft mir jeder bei der Feldarbeit aus. Yay! Das habe ich dir zu verdanken. Vielen Dank. Oh, weißt du übrigens, dass du mir, was du mir besorgen könntest? Energiekapsel M. Das wäre wirklich hilfreich für die Feldarbeit. Ich habe sogar eine. Dank dir so sehr, dank dir entwickeln sich die Felder ganz hervorragend. Sobald ich hier eine Pause machen kann, würde ich dir gerne etwas geben. Habe noch ein wenig Geduld. Na, ich kann mein Training vervollständigen, sehe ich gerade. Schon? Das ging aber schnell. Letztens einen Kampf gegen Vegeta gehabt, das war doch schon ätzend.
Greetings. Ah, wir besuchen erstmal die anderen Sachen, oder? Ja. Wir haben erstmal genug trainiert. Wir gehen erstmal zum Majin Buu.